Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einer spontanen Legung für dich und zwar Stand der Dinge jetzt für dich und deine Seelenpartnerschaft. Wie du siehst, heute von einer ganz anderen Kulisse und wir schauen jetzt einfach in den Karten und ihr könnt schauen, ob es euch so besser gefällt, ohne Ablenkung, ohne was, einfach nur die Karten auf den Tisch gelegt, ja? Und jetzt schließe bitte deine Augen, schwinge dich in der Energie der Kristallschale hinein und sende mir deine Gedanken zu. Was ist für dich wichtig in der Liebe zu wissen? Was ist für dich wichtig in der Liebe zu wissen? Es geht um etwas Altes. Also heute können auch noch alte Themen hochkommen. Gefühle, also wie du siehst hier Gefühle, die hier wirklich eine große Rolle spielen. Vielleicht auch zieh dich zurück und schau auch einfach, dass du deine Gefühle anschaust. Denn es kommt auch teilweise eine Traurigkeit hoch. Eine Traurigkeit, vielleicht Niedergeschlagenheit, intuitiv spürst du das, dass es vielleicht auch wirklich mit einer Vergebung auch zu tun hat heute, dass das jetzt hier auch bei dir auch eine Rolle spielt, dass du vielleicht irgendjemand jetzt in diese alte Verbindung auch vergeben sollst. Wir legen natürlich die Karten aus. Und schreibt ruhig in den Kommentaren. Eine freudige Überraschung ist unterwegs zu dir und also deine Gefühle sollen auf jeden Fall hier heilen. So, wir legen natürlich viermal die 8 aus und lausche einfach auf die Karten, was die Karten für dich sagen, ja? Also ich habe jetzt seit längerem so nicht gelegt, aber das ist jetzt ja, ein Wunsch einfach, dass ich jetzt so die Karten halt für euch legen soll. Dass es keine Ablenkung da ist, also nicht viel Deko da ist. So, also ich habe mich jetzt so einfach mal reduziert, soweit es geht. Also für mich ist das schon in Ordnung, ja. So, und ich schaue mir das jetzt auch an, ob das für euch besser so ankommt. Natürlich könnt ihr dann auch hier die Karten anschauen und natürlich könnt ihr dann auch ja auch eure eigene Wahrnehmung hier auch in der Karten natürlich auch dann ja sehen oder ihr könnt die Karten sehen. Viele lesen schon unter euch die Skatkarten und natürlich spielt das jetzt alles eine Rolle. So, ich glaube, jetzt seht ihr perfekt die Bilder, ja? Also, es geht hier nach wie vor um dich, da bist du, also es geht um dich. Du bist, du schaust jetzt einfach nach außen, du bist jetzt momentan auch sehr, denkst du sehr viel nach, du bist sehr, sehr nachdenklich. Also, mittlerweile analysierst du alles. Also die Portaltage haben so einiges am Gefühl auch wirklich für dich auch mitgebracht. Aber heute hast du das Gefühl, du möchtest die Sachen also wirklich mal so anschauen und du möchtest einfach mal rational die Dinge einfach betrachten. Und also in deinem Unterbewusstsein ist also dein Gegenüber sehr, sehr präsent. Und dem nehme ich auch jetzt sehr nah bei dir auch wahr. Und auch im Außen, vielleicht spürst du dem auch energetisch und du fühlst auch diese Anziehungskraft von ihm. Also was er von einer Anziehungskraft auf dich hat. Und also unbewusst ziehst du dich auch selber zurück, weil dir das auch einfach zu viel Kummer, zu viel Traurigkeit auch wirklich in dir hochholt. Also ich nehme das jetzt hier generell
war, dass hier auf jeden Fall die Intuition da ist bei dir und intuitiv weißt du und du weißt auch wirklich, dass das also sehr, dass es auch sehr viel mit Gefühlen zu tun hat, ja, also bei dir, also dass du mehr auf deine weibliche Intuition auch hören sollst. Wenn ich jetzt dein Gegenüber betrachte, also ich nehme jetzt wahr, hier dein Gegenüber, dass er sehr so die Öffentlichkeit auch momentan anschaut, im Außen, was wird auch auf ihm zugetragen, was kommt öffentlich auf ihm zu. Er zieht sich vielleicht auch so ein bisschen zurück, denn es wird auch im Außen der Druck auf ihm vielleicht immer größer, weil er spürt dich, du bist ganz in seinem Energiefeld sehr, sehr nah und vielleicht zieht es sich auch zurück oder er fühlt sich sehr einsam im Außen, auch wenn der jetzt in der Öffentlichkeit steht, vielleicht hat er auch so eine Arbeitsstelle oder einen Arbeitsplatz, wo er öffentlich in der Öffentlichkeit steht. Und es geht auch ein Stück weit wirklich darum, dass er vielleicht auch momentan das mit sich selber ausmacht. Also ich nehme das jetzt wahr, dass bei ihm definitiv hier, wie gesagt, auch seine weibliche Seite sehr arbeitet. Und er nimmt das auch immer mehr wahr, dass er auf sein Gefühl hören soll, dass er diese Öffentlichkeit, dieses Statussymbol loslassen soll, dass er mehr in diese annehmende Rolle gehen soll, dass er diese Liebe annehmen kann, dass er diese Gefühle auf jeden Fall annehmen kann und auch zulassen kann. Bei dir sehe ich, dass du in deine Lebensfreude bist. Also du bist jemand, der schon in seine Lebensfreude ist und dass du dein Leben momentan auch wirklich vielleicht auch neu gestalten möchtest. Dir fehlt aber jetzt auch gerade jetzt momentan diese nötige Möglichkeit, dass du bestimmte Dinge organisierst oder bestimmte Dinge auch umsetzt, ja, also momentan würdest du gerne alles verändern, du würdest gerne in der Freude gehen und alles verändern, kannst du das aber nicht so wirklich umsetzen, du gehst zwar mit einer kindlichen Naivität da dran, kannst du aber nicht so wirklich, also es geht auch hier definitiv darum, dass du aber dran bleibst, dass du aber deine eigenen Bedürfnisse auch nicht vergisst. Also ich nehme jetzt hier wirklich deine eigenen Bedürfnisse wahr, dass es halt hier auch wirklich wichtig ist, deine eigenen Bedürfnisse zu leben, deine Wünsche, dass du auch ein bisschen egoistischer sein sollst bei der Planung, dass du nicht naiv bist, sondern dich auf erste Stelle stellst, auf ersten Platz stellst und es geht auch hier ein Stück weit auch wirklich darum, dass du dich nicht begrenzt, dass du dich nicht festlegst, dass du also über dich selber hinaus wächst und also es geht auch ein Stück weit darum, das wird dir auch hier der nötige, diese nötige Glück auch bringen, diese Glück und Erfolg auch für dich bringen. Wir schauen jetzt mal so seine Gedankenebene an. Also er weiß das ganz genau, dass es karmisch zwischen euch ist. Auf jeden Fall ist das eine karmische Verbindung. Also er wünscht sich das seit längerem wirklich mit dir, dass es auch real lebbar ist. Also seine Wünsche sind größer, als das Realität ergibt. Kann der aber nicht. Also er arbeitet momentan an wirklich an seinem Urvertrauen, dass er wirklich in seine eigene Urvertrauen kommen kann, dass er wirklich dir vertrauen kann, dass er auf seine Wahrnehmung vertrauen kann und also auf jeden Fall, dass er wie gesagt auch in diese feste Partnerschaft vertrauen kann. Er ist jemand, der sehr
harmoniebedürftig ist, der Zufriedenheit auch gerne mag, das Häusliche, das Romantische, das Gefühlsvolle, der ist auch ohnehin ein sehr gefühlsvoller Mensch und das teilt ihr beide, dass ihr halt auch so eine sensitive Ader an euch habt, dass ihr beide halt dieses schöne Gefühl auch gerne in euch mögt. Also was ich jetzt hier noch generell wahrnehme, also auf jeden Fall, ich nehme jetzt hier wahr, dass ihr hier darüber sprechen sollt, also er wünscht sich das mit dir darüber zu sprechen und er wünscht sich das, also auf jeden Fall, er wünscht sich das auf jeden Fall hier, dass er auf jeden Fall ja, seine Verlustängste loslässt, vielleicht auch mit der Hilfe der Spiritualität. Ist momentan noch zu sehr in der Kontrolle. Er kontrolliert also bestimmte Dinge zu sehr. Und ja, das gilt es wirklich loszulassen. Wie geht es denn jetzt mit euch beiden weiter? Also ich sehe jetzt hier schon, dass es hier eine alte Verbindung ist und dass es immer wieder so störende Sachen hier einfach da sind. Ja, also so störende Gedanken oder störende alte Muster, die hier eine Rolle spielen und das gilt es wirklich, wirklich in der Stabilität zu bringen und alles, was so diese Störfaktoren auszuschalten. Der Neuanfang lässt sich noch auf sich warten, dennoch wird es stattfinden, wenn also ihr beide wirklich in so weit entwickelt seid, dass ihr beide wisst, was ihr wollt, dass ihr beide genau eure Vorstellungen treu seid. Also ich sehe hier noch bei dir, dass du sehr an dir arbeiten wirst, also sehr in deine ja, dein Leben ganz danach ausrichten wirst, auch wenn du das jetzt nicht vorstellen kannst, dass du was vielleicht irgendwie was Neues machst oder vielleicht auch mit was anderem dein Geld verdienst, wird es aber auf jeden Fall stattfinden. Was sehe ich bei deinem Herzensmenschen? Er kommt zunehmend in sein Urvertrauen hinein und also auf jeden Fall plant er auch etwas in deine Richtung, also wo du vielleicht auch gar nicht mit gerechnet hattest und das ist auch hier eine karmische Veränderung und das lässt sich auch gar nicht so lange auf sich warten, denn er möchte diesen Neuanfang in seinem Leben manifestieren. Wir haben jetzt Mai. Und am 26. Mai haben wir einen Vollmond und dieser Vollmond wird hier einiges auch wirklich verändern, weil das wird ein spezieller Vollmond sein. Ich glaube, das wird mit Mondfinsternis, also wir werden dieses Mond sehr groß sehen und dieser Vollmond ist wieder kurz vor den Portalen. Wir haben dann noch 2 Portaltage und also wie gesagt, ja, und der Merkur wird auch rückläufig sein, also das wird also einiges hier auf jeden Fall verändern. Ich ziehe jetzt noch einige Klärungskarten für dich und zwar ich habe hier die Tarotkarten mitgebracht und ich lasse jetzt einfach 3 Karten für ihn springen und 3 Karten für dich. So. Natürlich, wenn mehrere Karten springen, nehmen wir das gerne an, denn das soll so sein, ja. So, das sind jetzt die Karten für ihn und das sind für dich. Also, vielleicht ist momentan die Energie zwischen euch da, dass sich jemand aus der Situation geschlichen hat, also ich sehe hier den Misserfolg, was euch verbindet in diese Partnerschaft, also das ist wirklich ein Misserfolg einfach da und ja auch Mutlosigkeit, vielleicht fehlt dem einen oder den anderen der Mut. Also dein Gegenüber möchte hier auf jeden Fall etwas manifestieren. Also ich sehe hier den Magier, er möchte etwas hier manifestieren und zwar er möchte dir seinen Kelch rüberbringen, Ritter der Kelche und ja, also auf jeden Fall
Ja, also er möchte die Hauptrolle auch in deinem Leben spielen und er kommt wirklich mit diesem Kelch auf dich zugeritten und er möchte auch wirklich über seine Gefühle auch offen sprechen zu dir. Aber im Moment ist er jetzt in diesen Energie der Gehängte, also er ist viel mehr in dieser Opferhaltung oder also er hat sich so selber so ein bisschen in der Sackgasse manövriert. Und da gilt es wirklich, aus dieser Sackgasse rauszukommen. Ja, aus dieser Sackgasse rauszukommen. Und ja, und dazu ist es auch wirklich wichtig, dass sein Wunsch in Erfüllung geht, dass er das selber manifestiert, dass er das auch wirklich will. Dass er sagt, okay, ich beginne das, ich gehe jetzt in ihre Richtung. Und das wird innerhalb 3 Tage der Fall sein, wenn jetzt die Portaltage vorbei sind, denn 3 der Stäbe symbolisiert schon hier die 3 Tage, aber auch langfristig wird das also wirklich ein neuer Anfang sein. Und das steht auch unter gutem Stern. Ja, also auf jeden Fall steht das mit Erfolg und Glück in deine Richtung. Also, innerhalb einer Woche wird auch der Sieg hier sein. Also, wie gesagt, also es wird innerhalb 3 Tagen die erste Annäherung stattfinden und da wird eine Bewegung kommen und innerhalb einer Woche wird das intensiver. Und wie gesagt, wenn das jetzt Richtung Vollmond geht, dann wird es noch mehr stärker. Denn also der Schicksalsrat ist hier gekommen und der sagt dir, dass sich das etwas zum Guten wenden wird, zum Positiven wenden wird. Also wie du siehst, also es entwickelt sich durchaus sehr, sehr positiv. Wir schauen jetzt mal deine Seite an. Also es geht hier. Momentan bist du in der Energie, dass du so ein bisschen beleidigt bist. 4 der Kelche symbolisiert, dass du hier wirklich beleidigt bist. Und es geht auch darum, vielleicht, dass du dir jetzt bewusst dir eine Auszeit nimmst und ja, vielleicht auch ein Stück weit auf eine Abwehrhaltung dich vorbereitest oder einen Widerstand leistest. Innerlich, schau einfach, wo leistest du noch Widerstand, wo bist du da noch zu sehr im Ego. Es gilt wirklich darum, dass du in diese Energie der 8 Stäbe hineinkommst, dass da auch schnell sich etwas entwickelt, also dass da auch schnelle Botschaften zu dir kommen können. Dazu sollst du aber diese Abwehrhaltung ablegen. Es geht darum, nutze jetzt diese Zeit. Also dich auszuruhen, nutze diese Zeit, dich auszuruhen. Und es geht auch darum, also du wirst, umso mehr Geduld du hast, also mit diesen 7 Münzen und fleißig bist, wird sich das Ganze auch bei dir auch natürlich auch entwickeln. Und es geht darum, dass deine Impulsivität sollst du ein Stück weit zurücknehmen. Bist du vielleicht zu sehr impulsiv und bist du vielleicht zu sehr, ja, lässt du dich vielleicht zu sehr aufregen oder von den Emotionen leiten? Wenn du das loslassen kannst, dann wird das Ganze eine ganz andere Energie haben und du wirst also erfolgreich aus dem ganzen Situation mit Triumph rausgehen, denn es geht um den König der Schwerter und das symbolisiert auch wirklich, dass du sehr intelligent bist und du bist auch eine Kämpferin bist oder eine Kämpfer in deinem Leben. Du bist auch hier eine Gewinner, die bestimmte Dinge auch kennt und auch bestimmte Dinge auch im Leben weißt, ja, und es geht darum, wenn du darum kämpfst und ja, einfach dieses Beleidigtsein oder diese Temperamentvolle loslässt, dann bist du in dieser Energie der Liebenden
Und ja, bist du auch dann verständnisvoll und ja, und dann ist das schon eine ganz, ganz andere Energie für dich. Und dann zeigt sich auch der Mond als letzte Karte und das sagt mir auch, dass der Vollmond hier die große Wende für dich bringen wird. In erster Linie auch für dich, denn du bist in deine Unstabilität noch. Und umso stabiler du wirst, also umso besser entwickelt sich das zwischen euch. So, natürlich lassen wir noch eine Karte springen hier aus dem Kartendeck Liebesorakel von Toni Carmine Salerno. Ja, und konzentriere dich jetzt aus dem Silberschnur Verlag war das. Ja, genau. Und konzentriere dich, was fühlt er in deine Richtung und du in seine. Was verbindet euch? Also, Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergiss nicht, Liebe ist der beste Heiler. Die Verspieltheit, also zwischen euch. Und wie gesagt, also für ihn kommt der Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Und für dich geht es darum, für immer, ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Also er wird dir auch erhalten bleiben. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich sende euch ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Ich freue mich auf euer Kommentar, auf euer Feedback und ich sage bis bald. Namaste, eure Valeria.